Miracolo, Fidelio und Rolf lebten schon lange auf den Wiesen einer Hochebene. Genauer gesagt, lebten sie in einer Art Freiluftmuseum für Esel. Ein älteres Paar, Peter und Susanne, hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Esel aus aller Welt auf ihren Hof zu holen. Sie wollten ihren Gästen zeigen, welche wichtige Rolle Esel in der Geschichte der Menschen spielen. Esel tragen Wasserkanister in der Wüste, damit die Nomaden nicht verdursten. Ein Esel trug Maria, Josef und das Jesuskind auf ihrer Flucht nach Ägypten. Und später ritt Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein. Esel sind in Gebirgen unterwegs, um Waren von einem Land in das andere zu bringen. Sie sind schwindelfrei und können die steilsten Pfade hochklettern. Für die Müller haben sie früher Mehl und Getreidesäcke in die Bäckereien getragen, damit die Bäcker Brot backen konnten und die Menschen etwas zu essen hatten. 50 Esel lebten auf dem Museumshof, doch Miracolo, Fidelio und Rolf waren ganz besonders gute Freunde. Rolf war ein deutscher Hausesel. Seine Vorfahren kamen aus Nordafrika und hatten als Wasserträger und Packtiere in der Wüste gearbeitet. Mit grauem Fell, auf dem man Schmutz und Staub kaum sah, mit einer kurzen, schwarzen Bürstenmähne, weißem Bauch und einer weißen Schnauze, die ihn sanft und lieb aussehen ließ. Rolf konnte aber durchaus bissig werden, wenn ihn etwas ärgerte. Die Leute sagen immer, Esel sind dumm und stur. Das stimmt aber nicht. Wir bleiben stehen und bewegen uns nicht von der Stelle, weil wir so schlau sind. Wir denken erst mal darüber nach, wo wir unsere Hufe hinsetzen, wo der Weg nicht gefährlich ist. Sonst wären schon viele von uns abgestürzt im Gebirge. Ja, antwortete Fidelio dann immer. Die eingebildeten Pferde können das gar nicht. Denen wird nämlich schwindlig. Fidelio kannte die Berge allerdings nur aus der Ferne. Er kam aus Österreich, hatte aber die hohen Gipfel der Alpen nie selbst erstiegen. Fidelio war sozusagen etwas Besseres, ein Barockesel. Fürsten und Prinzessinnen, die vor 300 Jahren in der Zeit des Barock lebten, hatten in den Gärten ihrer Schlösser solche Esel gezüchtet. Sie liebten das cremeweiße Fell und die hellblauen Augen dieser Tiere. »Ich bin kein Schimmel«, murrte Fidelio, wenn ihn mal wieder ein unwissender Gast mit diesem Pferdenamen ansprach. »Ja, ja«, lachten dann Rolf und Miracolo. »Ich bin ein Cremello«, so nennt man die Farbe, »Cremello«. »Und nach jedem Regen siehst du aus wie ein Ferkello«. Fidelio lachte dann auch. Er sah zwar vornehm aus, war aber kein bisschen eingebildet. Manchmal suhlte er sich sogar absichtlich im Schlamm, damit seine Freunde etwas zu lachen hatten. Die Gäste des Eselmuseums lachten auch, aber meistens über Miracolo. So einen Esel hatten sie noch nie gesehen, so langhaarig und zottelig, dass das Fell manchmal fast bis zum Boden hing und am Kopf die Augen verdeckte. Ein König hatte die langhaarigen Esel ins Land geholt, damit sie den Arbeitern halfen, den Schlamm fortzuschaffen und das Land trocken zu legen. Auf der trockenen Erde ließ der König dann Getreide anbauen und Dörfer gründen. Miracolo war sehr stolz auf die Arbeit seiner Vorfahren, aber er hatte sich damit abgefunden, dass er hier eine andere Aufgabe hatte. »Ja, wo wart ihr heute?« fragte er Rolf und Fidelio, die gerade auf ihre Lieblingswiese zurücktrabten. Die beiden arbeiteten nämlich als Wanderesel. Sie begleiteten Familien, die auf dem Hof eine Wanderung gebucht hatten. Rolf und Fidelio trugen ihre Rucksäcke, die Kinder ritten auf ihnen und sie lehrten die Gäste, was es heißt, mit einem Esel unterwegs zu sein. »Ja«, sagte Rolf, »heute wollten sie unbedingt mit mir durch den Bach. Dabei ist der doch durch den Regen so angeschwollen, dass man die Steine im Wasser gar nicht sehen kann. Ich bin einfach stehen geblieben.« »Und haben sie gezerrt und gezogen an dir?« fragte Miracolo.
Am Anfang schon, aber dem ältesten Jungen fiel dann ein, was Susanne ihnen erklärt hatte. Wenn Esel stehen bleiben, haben sie einen guten Grund. Sie halten den Weg für schlecht. Guter Junge. Fidelio nickte mit dem Kopf, dass seine Ohren schlackerten. Bei mir waren sie eigentlich ganz nett. Eine Gruppe von Freunden aus der Stadt, die oft zusammen wandern. Aber dann ist einer ausgerutscht und hat sich den Fuß verstaucht. Den habe ich dann den ganzen Weg getragen. War er wenigstens leicht? Das kann man nicht gerade sagen. Ich kam mir wirklich vor wie der letzte Packesel in der Wüste. Ja! Die drei Freunde lachten sich kaputt und kauten dann genüsslich etwas von dem würzigen Gras der Hochebene. Ich hatte wieder Besuch, erzählte Miracolo, von der alten Dame mit den seltsamen Gedanken. Rolf und Fidelio nickten. Sie kannten die Dame. Sie lebte in einem Heim für Menschen, die sich kaum noch an etwas erinnern können. Jede Woche kam ein kleiner Bus mit Heimbewohnern, die Zeit mit Eseln verbringen wollten. Die Nähe der Tiere gab ihnen ein gutes Gefühl. Sie streichelten sie, fuhren mit den Händen durch ihr Fell oder saßen auch nur auf einem Stuhl und sahen den Eseln zu. Die alte Dame aber besuchte ausschließlich Miracolo. Sie lehnte sich auf den Holzzaun und sprach mit ihm. Sie erzählte ihm von dem fliegenden Zimmer, in dem sie lebte, und von Rätseln, die sie lösen würde. Aber am liebsten lachte sie über Miracolo und seine Haarpracht. »Wie siehst du denn aus? Hoffentlich kennt dich keiner, das wäre jammerschade.« Und sie lachte und lachte. Miracolo hatte gleich gemerkt, dass sie nicht auslachte, sondern dass er ihr Freude machte. Nach jedem Besuch ging es ihr so gut, dass auch die Pflegerinnen zu Miracolo kamen und sich bedankten. Miracolo war ein sehr hilfsbereiter Esel und so erfüllte er diese besondere Aufgabe mit großer Freude. »Hört ihr das?«, fragte Rolf. Alle drei stellten die Eselsohren auf. »Glocken, die Schafe kommen«, rief Fidelio. Die drei, ihr Freunde, freuten sich jedes Mal auf die Herden, die eine Schäferin mit ihren Hunden zweimal im Jahr auf die Nachbarweide trieb. Die Schafe hatten immer was zu erzählen von ihren Wanderungen im Tal, wie sie mal wieder eine große Straße überqueren mussten und wie sich die Autofahrer über sie aufregten, wie eine Schulklasse sie besuchte, die lernen sollte, wie man aus Schafsmilch Käse macht. »Jahaha«, sagte Miracolo, »aus unserer Milch macht man ein Schönheitsmittel. Eselsmilch für die Haut benutzt man schon seit vielen tausend Jahren.« »Meh, schon gut«, antworteten die Schafe, die eher fürs Praktische waren, Wolle, Milch, Joghurt, Käse. »Obwohl«, hatte Chrissy ihm früher gesagt, »obwohl jetzt Schafsmilchseife der Renner ist in den Bioläden, unsere Seife ist besonders zart zur Haut.« Chrissy war ein besonderes Schaf. Sie hatte wenig Angst und rannte auch nicht immer gleich weg, wenn irgendwo Spaziergänger laut lachten oder ein Traktor vorbeifuhr. Miracolo mochte Chrissy sehr gerne. Er fand sie so hübsch in ihrer weißen Wolle mit der glatten Schnauze und den kleinen glänzenden Augen. »Vielleicht können wir Chrissy in unsere Eselbande aufnehmen«, schlug Fidelio vor. »Dann wären wir zwei Weißhaarige und ich falle gar nicht mehr so auf.« »Na ja, die Hunde würden das doch nie zulassen«, murmelte Rolf. »Die halten ihre Herde zusammen.« So war es immer gewesen bis zu diesem Herbst. Die drei Eselfreunde nahmen am Holzzaun zur Nachbarweide Aufstellung, um die Schafe zu begrüßen. Miracolo hielt Ausschau nach Chrissy. »Wo bleibt sie denn? Sonst kommt sie doch immer gleich angelaufen.« Es dauerte ziemlich lang, bis Chrissy müde und mit hängendem Kopf angeschlichen kam. »Hehe, was ist los mit dir?«, fragte Rolf. »Bist du krank?« Miracolo war besorgt. »Dein Fell ist auch ganz gelb«, stellte Fidelio fest. »Meh«,
mähte Chrissy kläglich. Das macht die Angst. Angst? Fragten die drei Esel im Chor. Nachts tauchen jetzt immer wieder Wölfe auf und unsere Hunde werden nicht mit ihnen fertig. Schon zwei von uns haben die Wölfe gefressen. Ja, das ist schlimm. Miracolo machte sich Sorgen um die hübsche Chrissy. Wir haben gehört, dass auch die Wölfe geschützt werden müssen, sagte Rolf. Und deine Schäferin bekommt Geld für ein getötetes Schaf von den Wolfschützern. Fidelio hatte gut zugehört, als Susanne und Peter sich darüber unterhalten hatten. Meh, meh, bäh, das bringt mir doch meine Freundinnen nicht zurück. Ich habe eine Idee, sagte Miracolo. Wir werden dafür sorgen, dass euch nichts passiert. So, so, meh, meh, murmelte Chrissy ungläubig und trottete davon. Miracolo, Rolf und Fidelio zogen sich zurück und heckten einen Plan aus. Als die Nacht hereinbrach, legten sie sich am Zaun zur Schafweide auf die Lauer. Die Schafe schliefen dicht beieinander in einem Kreis. Die Hunde knurrten ab und zu, wenn sie verdächtige Geräusche im Dunkeln hörten. Es schlug 11 Uhr vom Kirchturm im Tal. Es schlug 12 Uhr, Mitternacht, Gespensterstunde. Und tatsächlich tauchten aus der Finsternis 2 dunkle Schatten auf. Die Hunde fingen an zu bellen, so laut sie konnten. Die Schafe drängten sich zitternd aneinander. Iha, iha, iha! Ein Eselgetöse brach los, wie es hier oben noch niemand gehört hatte. Miracolo, Fidelio und Rolf schrien, was die Lungen hergaben. Ja, ja, ja! Die beiden Wölfe bekamen es mit der Angst zu tun. Sie verschwanden. Die Herde war gerettet. Chrissy kam angerannt. Danke, ihr seid ja richtige Helden. Miracolo neigte sein Haupt bescheiden. Es war seine Idee, sagte Fidelio. Miracolo hat sich daran erinnert, dass schon seine Vorfahren alle möglichen Raubtiere mit Geschrei vertrieben haben. Rolf nickte mit dem Kopf und seine langen Ohren bewegten sich im Takt. Esel bleiben nämlich stehen und sehen der Gefahr ins Auge. Die feigen Pferde fliehen. Am nächsten Morgen kamen Peter, Susanne und die Schäferin auf die Weide. Habt ihr das auch gehört heute Nacht? Fragte Susanne. Die Esel haben geschrien wie am Spieß. Das sind Wolfsspuren, sagte die Schäferin und zeigte auf den feuchten Boden. Ich glaube, eure Esel haben die Wölfe vertrieben. Sie strich den drei Freunden über die Mähne. Gut gemacht, ihr Esel, lobte Peter. Er sorgte dafür, dass sich die Heldentat der drei herumsprach und immer mehr Schäfer neben den Hunden auch Esel zum Schutz ihrer Herden einsetzte. Doch Chrissy würde nie vergessen, dass das alles passiert war, um sie zu beschützen, weil drei beste Freunde sich gemeinsam für sie stark gemacht hatten. Miracolo, Fidelio und Rolf.